Ja, moin. Hier ist der Müher und das ist mein erstes Unboxing. Ich hoffe, das wird was. Und zwar habe ich mir bin ich ja mit dem Vloggen angefangen und da fällt mir auf, bei anderen Vloggern, die Moto-Vlog machen, dass die häufig eine zweite Kamera haben, so eine Facecam. Und das finde ich als Idee eigentlich ganz gut und das haben wir abgeguckt und dann war ich am Überlegen, weil ich ja nicht so viel Geld ausgebe für die ganze Geschichte, also keinen GoPro-Kauf oder sonst irgendwas, wie ich dann günstig an eine zweite Kamera komme. Da gibt es dann halt die Denver zum Beispiel oder sonst irgendwie was. Ja, als Hauptkamera habe ich eine Rolei 5S. Und dann bin ich auf diese Kamera hier gestoßen. Kit Vision Splash. Ich hoffe, ihr seht das alles. Dass das alles gut zu sehen ist. Die habe ich heute bekommen. Und da dachte ich mir, ich packe die jetzt mal mit euch zusammen aus. Was ich so als Video bisher auf YouTube gesehen habe, macht sie für die Verhältnisse relativ gute Aufnahmen. Also die hat 1080p nimmt sie auf, hat im Filmbereich 5 Megapixel soll sie haben, Fotobereich 12 Megapixel, aber ich glaube, das ist aufgepusht ein bisschen. Ja, wasserdicht ist sie bis 15 Meter, aber da ich ja nicht so der große Taucher bin, was noch eine Kappe drüber, da ich nicht so der große Taucher bin, reicht mir das fürs Motorrad auch 15 Meter, ne? Ja, sie nimmt wie gesagt auf 1080p auf und dann aber nur bei 25 Frames. 720p bei 30 Frames. So ganz kleine Kamera. Also ist ordentlich, ist auch ein bisschen Zubehör dabei. Hat hinten ein Display. Und ist festgeschraubt wie die anderen Kameras auch mit dem Halter. Dann schraube ich mal ab. Kamera lege ich erstmal zur Seite. Gucken wir erstmal hier in die Kiste rein. Ja, viel Kleinkram. Das übliche USB-Kabel. Krummer Halter. Eine Halterung zum Anbinden. Kann man hinten auf die Gepäckbrücke bauen oder als Arm oder was weiß ich, zum Rumtüdeln an den Helm, wenn man so einen Fahrradhelm hat. Dann nochmal ein kleiner Halter. So, die Klebepads, denke ich, kennt auch jeder. Nochmal ein kleiner Halter. Ja, eine Lenkerhalterung oder für Rundrohre halt. Praktisch. Das ist jetzt die dritte, die ich habe. Zwei Klebepads von 3M. Und ja, die Kurzanleitung hier. Alles auf Englisch, nichts Deutsch. Ich habe aber im Internet gesehen, dass man die Kamera, die Sprache auf Deutsch einstellen kann. Also das haut hin. Ja, denn an sich die Kamera. Sehr klein, also wiegt 60 Gramm, hat einen internen Akku, Lithium-Ionen-Akku, soll 90 Minuten halten. Sind auch nicht so viele Knöpfe dran, also hier oben ist ein Start- und Stopp-Knopf, das reicht aber auch, weil ich die, wie gesagt, nur irgendwie am Lenker oben und dann drücke ich halt schnell drauf. Da brauche ich auch keine Fernbedienung für. Hier oben startet man die. Gucken. Musik macht sie auch, jawohl. Insofern funktioniert das alles. Hier an der Seite ist ein Mode-Button. Kann man sie einmal durchschalten. Wie das genau funktioniert, muss ich mir nochmal angucken. Ja, HDMI, Reset-Knopf. Dann Speicherkarte und ein Micro-USB-Anschluss. Unten ist das die gleiche Halterung wie bei der Rollei. Ja,
Insofern scheint das ganz witzig zu sein. Ja, die normale ja, Kiste dafür. Auch nichts Besonderes. Im Prinzip ähnlich wie bei der Rolei. Ist sogar die gleiche Halterung hier an der Seite. Gleicher Clip zum Aufmachen. Mal gucken, wie das alles funktioniert. Wie gesagt, 60 Gramm schwer das ganze Stück. Also echt leicht, ist aber auch echt klein. Und deswegen habe ich sie mir geholt. Die ganze Kamera mit Display und diesem ganzen Klackeradatsch, der dabei war, hat 30 Euro gekostet. Also ich denke, da kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, die Aufnahmen, die ich im Internet gesehen habe, sind soweit nicht schlecht. Ist natürlich alles eine englische Beschreibung, also es gibt noch keine auf Deutsch. Ja, ich werde mal sehen, wie das sich so in der Praxis macht. Halterung habe ich dabei, Rohrgestänge habe ich auch genügend. Und ich hoffe, ja, dass es dann mal irgendwann demnächst was werden sollte. Heute ist wieder nur ein Regentag. Gestern wollte ich auch noch mal einmal Moto-Vlog starten, ist aber auch nichts geworden. Und von daher hoffe ich auf besseres Wetter und dass das mit dem Mikro alles funktioniert. Und naja, ich werde sie gleich erst noch mal ein bisschen an die Ladung nehmen, gucken, wie lange sie lädt und mich dann mal näher damit beschäftigen. Bis dann, tschüss.